Hallo und herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute geht es um folgendes Video, um den Opel Calibra, den ihr euch gewünscht habt, den ich restauriere. Das habe ich auch gemacht, aber während des Zahnriemenwechsels und des Keilrippenriemenwechsels habe ich so geflucht, dass das Video nicht online gestellt werden darf. YouTube würde mir sofort den Kanal sperren und ich hätte eine Anzeige wegen verschiedenen Kraftausdrücken, die kein Mensch hören will. Anderes Thema. Ich zeige es euch trotzdem. Ich habe gewechselt den Keilrippenriemen und der ist ja, wie gesagt, an der Motorhalterung befestigt oder geht da durch. Und das sind drei Schrauben, dann zwei, wo nach oben geschraubt werden, drei, wo dieses Gegenteil heben und nochmal drei, wo am Motor selber sind. Die sind alle weggegangen, bis auf eine Schraube von den dreien. Ich habe das schon komplett ausgebaut gehabt. Eine von den dreien Schrauben ging nicht. Ich habe es dann in den Schraubstock gespannt und habe es 5 Minuten mit einer Lötlampe, mit so einem Brenner warm gemacht. 5 Minuten, es war richtig schön, schmacke heiß. Und ich habe einen guten Schlagschrauber, ja. Ich habe wirklich einen guten, der richtig viel lösen kann. Ist nicht aufgegangen. Dann habe ich eine Viertelstunde lang das Teil erwärmt, eine Viertelstunde lang. Dann ging es endlich auf. Ja, ich habe dann alles verbaut und durch das Warmmachen hat sich das auch verformt und ist hier, ich zeige es euch mal nach, verschmolzen oder angeschmolzen, hat auch kurz gebrannt hier. Ja, und der wäre eigentlich noch gut gewesen vom Ding her, also war nicht porös. Aber wenn ich mir schon die Arbeit mache, habe ich gesagt, diese 15 Euro oder was, oder 18 Euro, legt mich jetzt nicht fest, was der gekostet hat. Ich weiß es einfach nicht mehr. Habe ich gedacht, den macht man einfach neu. Ja? So. Beim Zahnriemen ist schon wieder ein anderes Thema. Also der hat auf jeden Fall leichte Abnutzungen, also leichte Abnutzungen vom Profil. Ja, dann halt hier ganz leichte Streifen und so. Aber er hat definitiv 11 Jahre auf dem Buckel und Opel sagt ja, nach 6 oder 7 Jahren muss der gewechselt werden. Und da jetzt 11 Jahre sind, habe ich den gewechselt, weil nicht, dass der beim AU, bei der Abgasuntersuchung, da wurde er ziemlich mit 5000 Drehungen fährt, drehen muss, dass der da nicht reißt oder sonst was. Also gerissen wäre er bestimmt nicht, aber wie gesagt, er läuft jetzt auch ruhiger, das Fahrzeug. Dann natürlich, was muss man noch wechseln? Die Spannrollen, ganz klar, dazu. Dann die andere Spannrolle vom Keilrippenriemen, vom Zahnriemen. Dann tauscht man immer die Wasserpumpe, das ist die alte, die ist auch noch gut, die werfe ich jetzt mal nicht weg. Die ist noch echt gut und die wurde auf jeden Fall mit einer Dichtpaste abgedichtet. Die hat kein O-Ring, sondern die wird mit einer Dichtpaste abgedichtet. Gibt's verschiedene Modelle. Weil ich den auch der hat hier ganz leicht Wasser ist da rausgekommen. Unten am Schlauch. Wirklich minimal Schwitzwasser oder ich weiß es nicht, hat sich gebildet, habe ich einfach das Thermostat, also dieses Ventil, wo den großen und den kreisen, genau, den großen und den kreisen, genau, den bei mir kreist da oben auch ein bisschen, den großen und den kleinen Kreislauf vom Kühlsystem öffnet und schließt, das habe ich natürlich auch getauscht, obwohl das alles noch, er geht auch, aber weil er leicht getropft hat, der kostet 10, 12, keine Ahnung, ein paar Euro, wenn man eh schon die Flüssigkeit rausmacht, gleich getauscht. So, bei der Windschutzscheibe habe ich ja
das alte Modell bestellt. Windschutzscheibe 91, ja, weil er meint, 91 brauche ich halt. Aber komischerweise hat er 94 oder 95er, weiß es nicht genau, der hat dieses neuere System, wo einfach eingeklipst wird, ja. So, hat nicht gepasst, weil ich das alte System hatte, es wird mit einer Imbusschraube festgedreht. Da habe ich mir einen Spiegel bestellen müssen, der hat gekostet 19 Euro mit Porto und Versand, 19 Euro, einen gebrauchten natürlich, der nicht so gut ist wie der, das seht ihr gleich. Also, genug gelabert, jetzt geht's raus zum Auto, okay? Seid ihr gespannt? So, hier ist das gute Stück. Ich zeige euch, was ich gemacht habe. So, wir haben hier, hauptsächlich hier, Heilriemen, Zahnriemen getauscht. Dann Kühler Rostschutz aufgefüllt wieder. Haben die ganzen Umlenkrollen, also Spannrollen, Umlenkrollen getauscht, Wasserpumpe getauscht. Und so schaut es aus, ist gereinigt alles, ist auch gereinigt. Es fehlen hier, glaube ich, zwei solche Stöpsel fehlen. Die muss ich mir noch besorgen. Das ist aber das kleinste Problem. Da machen wir jetzt dann gleich noch einen Zahnriemenzettel. Den machen wir auch gleich, füllen wir aus. Jetzt ist die Scheibe wieder in Ordnung hier. Kein Riss mehr. Ja, das ist brutal, gell? Was da hier die. Zwei Tage steht es rum und schon ist wieder Staub drauf und Ding, Dreck. Haben wir neue Wischerblätter montiert von Bosch. So, jetzt kommt mal rein auf die Beifahrerseite. Hier ist der Rückspiegel und dieses Scharnier hier, das geht sowas von leicht. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber naja, wenn man das jetzt nur ein bisschen hinkommt oder wenn man durch Schlaglöcher fährt, also bin ich nicht so zufrieden mit dem Ding hier. Aber wie gesagt, der hat eine andere Aufnahme, das machen wir vielleicht, ich probiere das mit einem Klingenmesser. Das wegzumachen, das alte zu montieren. Aber wenn man das jetzt so ganz runter macht und ganz nach oben und so, dann geht es eigentlich. Ja, so. Ja, hier seht ihr Armaturenbrett, wie das auch verstäubt ist schon wieder. Es wurde gereinigt, aber ist wieder der Staub. Da wird jetzt noch der Innenraum gereinigt. Die Außentemperatur ist jetzt 18,5 Grad. Die Uhrzeit stimmt aber nicht. So früh haben wir es nicht. Ja, die müssen wir noch ändern. Ja, immer noch hat sich nicht viel verändert. Wir sind jetzt vielleicht so 4 Kilometer drauf gekommen auf dem Tacho. Nee. Wir haben es 5, wir haben es ja genullt. 5,7, ne? Sind es geworden. Haben wir kleine Fahrt gemacht. Ja, die Bremse am Anfang war recht lasch. Und die haben wir ein bisschen eingebremst und jetzt geht sie relativ gut. Und was wir noch machen müssen, ist der Unterboden. Der muss gereinigt werden, der ist noch ganz mit Gras und so und Schneckenhäuser und so Sachen. Der schaut noch verheerend aus, den muss ich noch reinigen. Und dann hoffe ich, dass der TÜV bekommt und die geliebte H-Zulassung, dass er da durchkommt. Soweit ist er jetzt taufrisch, das Auto. Passt alles. Ja. Ja. Ohne nix.
zack, geht er an und schnurrt wie ein Kätzle. Jetzt geht er hoch, 1500 Umdrehungen, bis er dann so warm wird, und dann geht er runter auf so 900 rum. Also unter 1000 ist er dann, 850, so 900 Umdrehungen geht er dann runter, wenn er warm ist. Frischen Sprit müssten wir eigentlich auch mal reintun. Der ist ja schon Asbach uralt, der Sprit. Ja. Und hier ladet der Druck, der Öldruck und der Ladezustand von der Batterie. Ist alles im Top-Bereich. Ja. Jetzt hört ihr. Jetzt geht er runter, jetzt ist er schon warm. Ja, komm her, näher, film mal den Drehzahlmesser. So, ein bisschen weiter links. Nee, das ist nur Drehe. So, ist ein bisschen runter schon auf die 1000 oder ja, ein bisschen unter 1000 ist er. So, passt. Nee, alles schick. Das gehen wir noch hinten zur Stoß, hinten hin. Alter. Hier hinten, die sind recht gelb oder sehr, sehr, seht ihr das? Da habe ich jetzt zwei Stück bestellt und die machen wir neu rein, weil die einfach so vergilbt sind, dass die heller sind einfach, weil die einfach, ja, weiß ich nicht, das so cool ist. Dann hier hat er Lackschäden, die zwei. Dann hat er hier am Heckwischer das irgendwie Vogelkot oder so richtig reingefressen. Das kriege ich nicht mehr weg. Genau, das ist noch so Sachen. Und hinten rechts, da hat er einen Parkschaden oder auch ein anderes Fahrzeug hat ihn hier gerammt oder beim hier. Da ist er noch beleidigt, was halt ärgerlich ist. Dann halt, ja, Kleinigkeiten wie Kratzer oder Lackplatzer. Und hier Außenspiegel, wie gesagt, die sind auch noch verkratzt leider, beidseitig. Und hier vorne halt dieser Schandfleck auch noch leider. Müssen wir auch noch mal irgendwie mit Farbe was machen. Jetzt seht ihr den Unterschied. Alt, neu. Ist einfach, ja, nicht mehr so ausgeblichen. Und ist halt auch LED jetzt. Summer geht auch. Kann man hier testen. Hier drin ist der, wenn man hier drauf drückt, muss ausgehen. Hier. Sieh, ne? Passt. Das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ist es heller? Ja. Also ich finde, es ist 10-mal heller oder was. Es blendet schon richtig. Jetzt wechseln wir den noch aus. Ganz dünner Schraubendreher. Geht man da rein. Versucht hinter die Klammer da zu kommen und dann hier rüber, ne? Ja. Wie man hier ganz gut erkennen kann, ist es hier einfach nur durchgeschliffen. Da sind zwei, auf der anderen Seite ist nur eins, das heißt, von der linken Seite wird einfach nochmal ein Kabel einfach zum rechten hin. Also wenn ihr Probleme habt, dann guckt mal, ob hier nicht irgendwo ein Kabelbruch drin ist. Auf jeden Fall die linke Seite, dann würde ich euch empfehlen, die zu öffnen. So, jetzt machen wir noch diese Dinger weg und das neue drauf. So, jetzt sind beide montiert. Jetzt überprüfen wir nochmal, ob auch beide nochmal leuchten. Ja. Das muss man leider. Leuchten alle LEDs. Das ist nicht eine. Nee. Das
allergleiche Bild. Ja, passt. Boah, das ist schon. Das ist wie taghell. So, hinten. Die alte Lampe. Kann man hier mit dem Taste kann man auch überprüfen, ob sein Kofferraum. Weil das ist auch ein ganz häufiger Fehler, wie die Batterie leer gesaugt wird. Wenn jetzt dieser Schalter hier kaputt ist, leuchtet euer Kofferraum Tag und Nacht, dass der auch schließt. So, das war's jetzt mit der Vorstellung vom Opel Calibra. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich mache noch mal ein Video, mit dem ich dann ein bisschen rumfahre, weil das jetzt nicht möglich ist, weil das Fahrzeug ja keinen TÜV hat. Angemeldet ist es. Und ich werde dann, so wie es ist, zum TÜV direkt fahren. Vor ein paar Jahren ist es noch erlaubt gewesen, wenn man einen frischen TÜV-Termin hat und den direkten Weg dorthin fährt, war das früher erlaubt. Das ist jetzt eigentlich, also ist nicht mehr erlaubt. Das würde bestraft mit einem Bußgeld und einem Punkt sogar, weil das Fahrzeug länger wie 6 Monate oder 7 Monate kein TÜV mehr hat. Gibt es auch einen Punkt und Geldstrafe. Aber Gnade vor Recht, wenn man das wirklich so sagt, dass man da hingeht, 80% der Polizisten werden dann da auf jeden Fall ein Auge zudrücken. Und man muss ja nicht den Teufel an die Wand malen, dass gerade in dem Moment die Polizei einen kontrolliert und aufhält. Wie gesagt, angemeldet ist er ja, also es sind mal keine illegalen Sachen in dem Sinn. Das ist der direkteste Weg. Das ist auch der direkteste Weg zum TÜV. Und man fährt da keine Proletenrunden oder sonst was. Und wenn er dann TÜV hat, wie gesagt, und hoffe auch, dass er Haarzulassung bekommt, dann werden wir noch eine kleine Video machen von dem. Und dann werden wir dann als nächstes die DTs, das sind ja mehrere, wo ich habe. Ich habe ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe gedacht, ich habe nur eine. Es sind ja 2,5 eigentlich, also fast 3. Wo ich habe, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, werde ich die DTs dann in Angriff nehmen. Das wird aber bestimmt locker bis Dezember oder so gehen. Da kommen natürlich dazwischendrin immer andere interessante, lustige und nicht nur lustig, sondern auch interessante Videos. Das war's dann. Ade, war schön. Euer T-Bone.